Ja, hallo Leute, euer Open Beta wieder hier und ich habe eine neue Review für euch in Movies Day. Und zwar heute Dragon Ball Super Broly. Ja, das Ganze ist ganz schnell erklärt, also dieses Video wird wahrscheinlich nicht allzu lange gehen. Wir haben Easter Eggs, wir haben unsere bekannten Bösewichte, wir haben Son Goku, Vegeta, wir haben massig Explosionen. Was aber bei alledem ein bisschen zu kurz kommt, finde ich, ist die Handlung. Die ist so, ja, dahingeschissen. Bisschen mehr Hintergrundwissen zu dem, was passiert ist auf dem Planeten Vegeta, mit Bardock und wie sich das alles da zugezogen hat mit der Zerstörung des Planeten von Freezers Seite aus und wie das dann weiterging. Aber den Großteil davon, bis auf ein paar kleine Schnipsel, haben wir jetzt schon bei den OVA-Filmen bzw. Special-Filmen gesehen. Und von daher nicht wirklich viel, was man sich da merken muss. Alles, was man auch sehen kann, kriegt man auch durch Bilder erklärt. Also da ist eigentlich nicht mal Ton vonnöten. Aber dann nimmt der Film eine Wendung auf. Und zwar geht es dann um den Kampf gegen Broly. Und sauhart, also da ist mir die Kinnlade runtergefallen und kam nicht mehr hoch, weil alles nur noch episch, 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 Maximum episch war. Und es einfach gefühlt nicht mehr krasser ging. Also hier haben die das volle Limit an irgendwas einfach mal rausgeschossen. Ja, und dadurch sehe ich, also wer die Dragon Ball Kämpfe liebt und auch nur das sehen will, wird hier die Befriedigung seines Lebens kriegen. Und das, also die Synapsen, die dafür zuständig sind bei den Leuten, um in Dragon Ball hinzugehen und zu sagen, jo, das ist jetzt geil, kämpfen, 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 geklöppe, geklöppe, die werden hier mehr als Spaß haben. Das wird deren Film und ultra krass. Also der Kampf, da geht wahrscheinlich bis auf Super Saiyajin Son Gohan, Bojack, der Kampf, gibt es da keinen Vergleich, also von episch, Epiness her, von Epigkeit, was weiß ich, wie man es jetzt nennen will, sucht euch ein Wort dafür aus. Ja, also es ist unglaublich krass, also was sie da auftischen und wie Broly da aufmischt, also und was Broly auch aushält, mein lieber Mann. Naja, ist empfehlenswert, wenn auf Dragon Ball Kämpfe steht. Wer lieber die Story von Dragon Ball mag, der wird hier eher so semi-mäßig, ja, begeistert sein oder vielleicht sogar enttäuscht. Aber ich finde, durch diesen krassen Kampf ist der Film halt sehr gut und lohnenswert. Zumindest einmal schauen sollte man ihn und für alle anderen, lasst ihn bleiben, kauft ihn euch nicht, lasst das Ding in den Regalen stehen. Denn ihr werdet ansonsten bitter enttäuscht sein, weil die Lore von Dragon Ball hier einfach komplett weg ist. Da bleibt ein Staubkorn von übrig, ja. Und davon sind noch Teile irgendwie nochmal was Aufgewärmtes. Ihr werdet nichts erleben. Von daher lasst es bleiben. Ist meine Empfehlung. Ja, damit sind wir eigentlich schon wieder durch mit dem Movie Stay für heute. Bis zum nächsten Mal, euer Open Beta. Ciao.